Servus meine lieben Leute und herzlich willkommen beim Game Impulse und zum zweiten Teil vom Raid Krone des Lights. Ich werde euch jetzt erstmal den kompletten Raum erklären und um was es hier grob geht und danach werde ich euch nochmal im Gameplay direkt erzählen, um was das hier geht. Ich habe jetzt hier leider die Bossphase, aber das spielt keine Rolle, nur dass halt die kleinen Täuschungen nicht da sind. Aber das werde ich euch so jetzt erstmal erklären. So, und zwar, der Raum ist in drei Teile eingegliedert. Einmal die rechte Seite, die linke Seite und die Mitte. Und wenn ihr die Täuschung puncht, egal welche, weil es werden ja drei Stück spawnen ja, an jeder Seite eine, dann geht der Encounter los. Und dann werden sich hier Wände aufziehen bei diesen Schienen. Ihr habt die Buffzonen, habt ihr auch wieder. Eine hier, zweite hier und die dritte da. Und dann müsst ihr quasi den Buff weiterreichen, damit sich eben diese Wände hier öffnen. Jetzt ist es so, wenn ihr die Täuschungen gepuncht habt, dann wird auf einer Seite, das ist random, diese Täuschung bleiben. Also zwei verschwinden, eine bleibt. Und dann im Uhrzeigersinn, wo die Täuschung ist, also zum Beispiel jetzt hier in der Mitte ist die Täuschung, dann kommt hier der Buff. Und in diesem Drittel ist dann gar nichts. Das sind dann nur Ads, also da ist kein Boss, da ist kein Buff. Genau, und so ist es aufgeteilt. Auf jeder Seite werden dann auf jeden Fall zwei Hexen spawnen und ein Oger. Jede Seite muss diese immer töten. Das ist wichtig. Ja? Links eine Hexe, rechts eine Hexe oder andersrum. Und dann in der Mitte der Oger. Die Leute, was den Buff haben als erstes, nimmt sich eine Person diesen Buff auf. Ihr kennt es ja von den Vorphasen, wenn man den Buff hat, kann man nur diese Ads abschießen und wenn man keinen hat, die anderen. Ihr könnt hier aber den Buff nicht wechseln, sprich ihr habt dann eine Zeitangabe, ja, ihr habt ja eine Minute diesen Buff und dann müsst ihr euch beeilen. Jede Seite muss sich beeilen, es müssen die beiden Hexen tot sein und der Oger tot sein, an jeder Seite. Wenn das passiert ist, dann können die, wo der Buff ist, also wie gesagt, hier wäre jetzt zum Beispiel der Buff, dann müssen die Leute hier herlaufen. Ja. Dann kommt von der anderen Seite einer, stellt sich auch hier ran und ihr schießt gemeinsam auf die Kugel drauf. So, dann habt ihr einmal den Buff getauscht. Und die andere Seite erhält auch einen Buff. Jeder bleibt aber bei seinen Seiten. Denn dann kommen wieder zwei Hexen und wieder ein Oger. Die müssen wieder getötet werden. Wenn das dann wieder der Fall ist, müssen sich alle... Wenn ihr dann die zwei Hexen und die Oger getötet habt, trefft ihr euch bei der letzten Seite, also dann zum Beispiel hier, außer der, wo der Boss ist, also jetzt hier in dem Fall, darf einer nicht reingehen, ja, weil sonst hätten ja beide einen Buff. Also nur einer stellt sich hier von dieser Seite ran und die anderen vier stellen sich auch hier mit rein und ihr schießt gemeinsam hier drauf. So, dann haben drei Leute einen Buff. Und drei Leute haben keinen Buff. Dann müsst ihr auf die Täuschung losgehen. Diese Täuschung hat ein Schutzschild. Und dieses kann gebrochen werden, indem das einer mit Buff und einer ohne Buff ihn punchen. Die zwei Leute, die den Buff haben, müssen aber Abstand halten. Denn ansonsten verlieren sie auch einen Buff. Denn die mit Buff können eh keinen Schaden an dem Boss machen. Die bleiben einfach weg und clearen die Ads.
Wenn dann der erste Teil von der Schadensphase fertig ist und er kriegt wieder sein Schild, dann geht der nächste mit Buff und der Rest ohne Buff auf ihn los und punchen ihn wieder. Das Schild geht wieder weg. Ihr könnt wieder Damage machen. Und das gleiche macht ihr dann nochmal. Also könnt ihr quasi dreimal in einer Schadensphase Damage machen bei dieser Täuschung. Wenn das dann fertig ist, dann teilt ihr euch wieder auf eure Seiten auf und dann rotiert das Ganze. Die Leute, was dann hier einen Buff hatten, kriegen dann hier den Buff. Und die, was hier den Boss hatten, also die Täuschung, die kriegen dann hier die Täuschung. Dann nochmal zur Täuschung. Diese Täuschung kann euch hier auf diesen Kisten nichts anhaben. Der hat nur Schwerter in der Hand. Da kann er euch nichts machen. Da seid ihr sicher. Oder hier oben. Ihr müsst halt nur auf die Hexen und auf die Oger achten. Ja, weil ihr dann gute Ziele dafür seid. Aber ich denke, das dürfte kein Problem sein. Nehmt euch auf jeden Fall einen Warlock mit. Warlock ist immer gut mit Brunnen. Das unterstützt euch sehr. Genau. Und das wäre jetzt mal die grobe Erklärung, wie der ganze Encounter funktioniert. Und den Rest erkläre ich euch dann nochmal zusätzlich im Gameplay. So, nun kommen wir zum Gameplay. Wir sind jetzt schon bei der zweiten Phase, weil wir machen den Boss auf zwei Phasen. So, da sind eben die Täuschungen. Die werden gepuncht und dann bleibt eben nur eine Täuschung übrig. Bei uns ist jetzt kein Boss und kein Buff. Also im Uhrzeigersinn. Die rechte Seite hat jetzt den Boss und die linke Seite hat jetzt den Buff. Wie gesagt, zwei Hexen töten. Am besten teilt ihr euch auf, einer links, einer rechts. Ich mache jetzt die zweite Hexe. So, und jetzt kommt der Oger. Und jetzt muss quasi die linke Seite einen von uns den Buff weitergeben und die Mauer öffnet sich. Jetzt habe ich den Buff, mein Kollege hat keinen Buff für meine Seite jetzt. Und dann macht ihr das einfach immer und immer wieder, bis ihr einmal rundum seid. Zwei Hexen und ein Oger. Ihr seht also, das muss schon alles recht zügig gehen. Wir sind jetzt bei 20 Sekunden Restzeit. So, jetzt müssen wir uns mit den anderen treffen. Die, was den Boss haben, geht nur einer hinein. Ihr schießt alle drauf und dann haben drei Leute einen Buff und drei Leute nicht. Wie gesagt, die zwei Leute, die nicht als erstes punchen mit dem Buff, halten Abstand. Der Rest geht drauf. Ihr macht Schaden. Jetzt ist die Bubble zu, jetzt kommt der nächste mit dem nächsten Buff. Puncht dann wieder drauf. Und dann ist er wieder offen. Noch als kleiner Tipp, falls ihr das nicht gleich schaffen solltet und ihr vielleicht gerade nur noch eine kleine Schadensphase braucht: Der, was einen Buff hat, schlagt als erstes den Boss, die anderen nicht ohne Buff. Dann geht er weg, der mit dem Buff. Haltet Abstand, weil das hält ja 2 Sekunden, 3 Sekunden, dieser Schlag. Und dann können die ohne Buff auf ihn nochmal draufschlagen. Und so kann er den Buff behalten und ihr könnt nochmal eine kleine Schadensphase rausholen. Ja, nochmal so ein kleiner Tipp. Und dann habt ihr das geschafft. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst, wenn ich euch unterstützen konnte mit meinem Guide-Video. Lasst mir ein Like da, wenn ich
euch weiterhelfen konnte, ein Kommentar, egal was, haut's einfach unten rein. Ansonsten viel Spaß beim selber versuchen und ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal. Servus!